Was ist ein Mutaschaddid? Al-Mutaschaddid ist der strenge Re, der strenge Re. Und heute, man sagt über die Muslime, die die Sunna praktizieren wollen, bist du Mutaschaddid, das bedeutet, bist du extrem. Ja, was ist ein Extremer in der Religion und was die Leute meinen? Du musst zwei Themen verstehen, bitte. Was die Leute sagen, was die Leute verstehen unter Mutaschaddid, unter Extrem. Du bist ein Extremist für die Leute, wenn du in die Moschee gehst, wenn du betest, wenn du kein Haram machst, wenn du keine schlechten Wörter sagst, wenn du deine Zeit nicht verlieren willst, wenn du dein Bart wachsen lässt, wenn deine Frau Hijab trägt, wenn deine Kinder nicht wie die anderen Kinder machen, indem sie Haram begehen und so weiter, wenn du nicht rauchst, wenn du nicht am Tisch von Alkohol sitzt, dann bist du für die Leute streng oder extrem. Aber ist das so? Eigentlich, du bist ein praktizierender Muslim. Was ist in der Religion aber ein Extremist? Ein Extremer in der Religion gibt es zwei. Entweder Untertreiber oder Übertreiber. Übertreiber verlangt und macht in der Religion mehr, als was Allah befohlen hat, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat. Beispiel. Ein Extremer zum Beispiel will, dass seine Frau nur schwarz trägt. Die darf nicht braun tragen, die darf nicht grün, die darf nicht weiß, die darf nicht rot, die darf nicht gelb. Nur schwarz. Und das ist extrem. So etwas haben wir nicht in der Religion. Ein Extremer ist zum Beispiel, der verlangt bei bestimmten Themen mehr, als was die Religion verlangt hat. Zum Beispiel Sunna-Gebete, die sind Sunna, freiwillige Gebete. Der sagt, du musst die praktizieren. Du sagst ihm, Subhanallah, das ist doch Sunna, das ist keine Pflicht. Er sagt, trotzdem. Oder in manchen Themen der Aqidah, wenn du einen kleinen Fehler machst, dann sagt er, du bist kein Muslim. Oder wenn jemand ein Wort sagt, kein Muslim. So ist das ein Extrem. Das wird, der übertreibt, indem er verlangt oder praktizieren will. Und meistens diese Leute an sich selbst, die sind sehr locker. Für sich sind so locker. Machen so viele Sachen, die haram sind auch. Du sagst, er sagt, wenn man raucht, dann ist man fast Kafir, aber er selber raucht. Wenn man das macht, ist ein Heuchler, der macht das. Möge Allah uns bewahren. Auf der anderen Seite, die Untertreiber, die sind auch extrem. Das ist die Person, betet nicht, fastet nicht, trinkt Alkohol, nimmt Drogen, macht Geschäfte mit Zinsen und sowas, mit Krediten. Wenn man ihm sagt, sag, ach Allah, Ghafur Rahim, der ist extrem und der ist extrem. Das ist genau wie in der Politik. Links und rechts, beide sind extrem. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, wenn du die Religion praktizierst, dann bist du niemals richtig, mit dem richtigen Verständnis, bist du niemals streng und bist du niemals,